Ja, liebe Gäste, im Mitraum des Rosenheimer Quadrennstadions, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur offiziellen Pressekonferenz nach dem heutigen Spiel der zweiten Eishockey-Bundesliga, zweiter Spieltag, die Star Wars Rosenheim gegen die Schwenninger Wildwings, Endstand 2:5. Zwei andere Spiele vom heutigen Spieltag sind bereits beendet. Grimmitsch ausschlägt Bietigheim mit 4:2 und Bremerhaven schlägt Rissersee mit 9:2. Hier heute in Rosenheim, 2182 Zuschauer waren Augenzeuge der ersten Rosenheimer Heimniederlage im ersten Heimspiel. Bei mir die Trainer Stefan Meyer aus Schwenningen und unser Trainer Franz Stehr. Und das Wort geht zunächst an unseren Gästetrainer Stefan Meyer. Glückwunsch zum Sieg. Erstes Heimspiel gewonnen, erstes Auswärtsspiel gewonnen. Ihr habt einen perfekten Start in die Liga hingelegt. Ja, es war sehr wichtig für uns, dieser Start, weil insbesondere nach dem, was voriges Jahr geschehen ist und am Anfang auch alle Vorbereitungsspiele gewonnen wurden und dann im Pokal das Aus und dann gleich ein schwacher Start. Das war ja schon ein bisschen noch in den Hinterköpfen von den Leuten und auch von den Spielern. Deswegen zwei Siege helfen sicher für das Selbstvertrauen. Du hast angesprochen, du bist neu in der Liga. Ihr habt jetzt im ersten Spiel Bremerhaven gehabt, den sportlichen Absteiger letzte Saison, und im zweiten Spiel den Vizemeister, die Star Wars Rosenheim. Was ist so dein Eindruck jetzt aus diesen ersten beiden Spielen? Was nimmst du damit? Ist die Liga so stark, wie du es eingeschätzt hast? Ist sie stärker, ist sie schwächer? Was sind so deine Eindrücke? Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt die zwei Spiele hernehme, und wir haben ja auch gegen Bietigheim ein Vorbereitungsspiel gemacht, sehr ausgeglichen, auch das letzte Spiel, obwohl wir eigentlich überlegen waren, mehr Schüsse aufs Tor hatten, aber nur knapp gewonnen, 2:1, auch heute lang das Spiel auf Messerschneide, insbesondere im letzten Drittel. Man merkt einfach, die Kadertiefe hier insgesamt in der Liga ist größer, es wird mit einer höheren Intensität gespielt, fast alle Teams spielen mit 4 Blöcke, das macht einfach den Unterschied, das merkt man. Noch einmal zum heutigen Spiel. Ihr wart bereits 2:0 hinten. Ihr habt euch aber da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, habe ich den Eindruck gehabt, sondern ihr habt einfach geduldig weitergespielt. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt, als es dann 2:0 stand, im zweiten Drittel mal gezweifelt, dass es hier heute in die Hose gehen könnte, oder bist du immer cool geblieben? Nein, jedes Spiel hat seine eigene Geschichte. Wir waren in Bietigheim 2:0 hinten, ja, Vorbereitungsspiel, und wir waren bis 7 Minuten vor Schluss 2:0 hinten, dann das Spiel noch gedreht. Heute war extrem wichtig der Anschlusstreffer gleich danach. Also gleich nach dem 2:0 Wechsel darauf haben wir das 2:1 geschossen. Und das hat uns dann schon Auftrieb gegeben. Ab diesem Zeitpunkt haben wir den Druck erhöht. Und dann das wichtige Tor im Powerplay. Und dann danach haben wir das Spiel fast nach dem 3:2 noch einmal mit Sautern bestrafen aus der Hand gegeben. Okay, noch ein Wort vielleicht zu eurem Spieler des Spiels. Ich glaube, kann man sagen, war den Hacker mit 2 Toren, 1 Assist. Dreimal gescored heute? Ja, top. Ich meine, Hacker kennt ja sicher alle, kennt ihr wahrscheinlich sogar besser als wie. Er ist einfach einer, der 100% gibt, jedes Spiel, jedes Training und eine unglaubliche hohe Intensität geht, jeden Wechsel. Und von mir aus deswegen auf jeden Fall verdient Play of the Match. Okay, danke Stefan Meyer. Ich gebe das Wort an unseren Coach Franz Stehr. Der Stefan hat es angesprochen, der Knackpunkt. Der schnelle Anschlusstreffer, genau 10 Sekunden waren es. Die Star Wars erhöhen zum 2:0, 10 Sekunden später ist 2:1. Auch der Knackpunkt aus deiner Sicht heute im Spiel? Ja, das ist sicherlich ein Knackpunkt gewesen, weil es war letztendlich genau so dasselbe. Wir haben ja auch gleich von Bullivik so eine Situation gehabt, derselbe Block. Der Verteidiger hat die Scheibe unbedrängt und spielt in die Mitte. Und alles andere haben wir eigentlich ausgemacht. Ja. Wir haben halt 3 Tore gekriegt. Das eine Überzahltor, wo wir die Scheibe am Schläger haben, Fehlpass und im eigenen Drittel Scheibeverlust verloren. Der hat zwar 2 Fortschritte gehabt, aber wenn er die Scheibe gleich rüberspielt, dann passiert gar nichts. Und das ist das, was mich ärgert. Und ich war auch persönlich auch in Landshut nicht so glücklich mit, so wie wir gespielt haben. Das war teilweise nicht, das kannst du auch ganz gut verlieren, weil wir da zu viele Chancen zulassen haben. Also es ist nicht immer so, dass man immer zufrieden ist, wenn man gewinnt. Ich meine, in Landshut bin ich wirklich gern. Aber man muss halt schon sehen als Trainer, wo es, weil ich sage, fuck it. Ja? Und heute, das ist natürlich, fürs 2:0 haben wir eigentlich, das erste Drittel war wenig Torschancen eigentlich auf beiden Seiten. Der Gottwald hat noch einmal bei Überzahl mit Rückhand drüber geschossen. Die Mannschaften haben eigentlich wenig klare Torschancen zugelassen.
Schwenningen ist natürlich dann, die haben einen guten Kader, die haben das dann routiniert runtergespielt und bei 5 gegen 3, mein, da musst du halt, wenn du noch kein Tor schießt, dann gewinnst du nochmal kein Spiel und das war, aber ich glaube, ich auch mit Ausschlag geben. Ja. Da hätte man vielleicht noch das drehen können, aber wie gesagt, es hat halt nicht sein sollen. Du hast es schön gesagt, es fackelt, es hat im Powerplay in Überzahl, kann man sagen, gefackelt in Landshut und jetzt auch hier im Heimspiel beides Mal in beiden Spielen ein Tor in eigener Überzahl nehmen müssen. Ist die Mannschaft noch nicht so weit oder sind es einfach individuelle Unkontrolliertheiten? Das Schwierige an unserem Spiel ist, dass du halt auch Gegenspieler hast, die das Spiel gewinnen wollen oder kein Tor zu lassen wollen. Das macht Eishockey sehr schwierig. Ja, das ist ganz einfach. Die anderen wollen eben auch gewinnen und die stellen sich auch auf die Situationen ein. Und wir haben schon ein paar Chancen gehabt, aber das ist halt zu wenig. Wir haben zu wenig Druck aufs Tor gebracht. Und ja, gut, das eine Überzahltor, das war abgefälschter der Schuss, den der Pasi abgewehrt hat, haben wir vorher einen schlechten Wechsel gehabt. Das war natürlich auch blöd, aber mitentscheidend waren natürlich die Scheibenverluste, was ich sage. Und das hat sich in Landshut, war das ähnlich, wobei Schwenningen natürlich einen Druck erhöht hat und da muss halt der Verteidiger schneller zur Scheibe und die Zone einfach klären, wenn es runterwächst. Das ist völlig wurscht. Aber gut, das ist so, wie es ist. Wir müssen mal aus dem lernen. Wir haben in Landshut die 2 Punkte mitgenommen. Das Wichtige, ich meine, in Schwenningen ist mit Sicherheit einer der Top-Favoriten in der Liga. Aber die Art und Weise, das hat mir nicht so gefallen. Und wir werden das jetzt am Dienstag analysieren und dann natürlich ansprechen. Und ich meine, bei uns hat jetzt noch der Rhein Del Monte geholt. Der ist natürlich für Überzahl sehr wichtig. Und Simon, aber gut, der kommt erst im Dezember. Und ja, das wird schon. Du hast gerade angesprochen, Rhein Del Monte hat euch noch gefehlt. Wie weit ist er? Ist mit seinem Einsatz nächstes Wochenende, Freitag im Heimspiel gegen Rissasi zu rechnen? Ich gehe davon aus, weil sonst wird er sehr viel trainieren müssen. So, okay. Dann bin ich mit dir fertig. Meine Frage geht in die Runde an die Pressevertreter, an die Gäste. Gibt es Fragen an die beiden Trainer zum heutigen Spiel? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich nochmal darauf aufmerksam machen, das nächste Heimspiel der Star Bulls ist am kommenden Freitag, 19.30 Uhr hier, Spielbeginn gegen den SC Rissasee, dann Sonntag spielfrei und dann gleich wieder ein Heimspiel. Dann kommst du schon zum nächsten Duell, zum nächsten Aufeinandertreffen gegen den EV Landshut am 2. Oktober, ein Dienstagsspiel um 19.30 Uhr hier im Katrin-Stadion. Wir sehen uns also wieder in 5 Tagen am Freitag. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Sonntagabend und eine gute Woche. Dankeschön.